Hi. Ja, keine Erlaubnis hier, keine Fotos. Ja, Datenschutz, Datenschutz. Wenn ich dabei bin, gibt es keinen Datenschutz. Wir laufen wieder 10 Stunden wieder runter. Das müssen wir wissen. 13 Uhr. So, seid ihr alle da, meine Lieben? Ja. Also drei Damen haben sich gerade entfernt. Ja, die kriegen später mit. Ihr könnt es ja auch weiter erzählen, oder? Das können wir uns nicht merken mehr. Ich denke, wir gehen in die Richtung. Ach so. Gut. Also machen wir unser offizielles Programm durch. Herzlichen Willkommen bei der Park Bellheimer Brauerei. Wir sind ja zwei Standorte, einmal in Bellheim und einmal in Pirmasens. Die gute alte Karl Siebernagel AG, so wie sie einmal bestanden hat, die ist leider 1995 aufgelöst worden. Und dann ist es daraus die Park in Bellheimer AG geworden. Aber wir sind ja heute in Bellheim, deswegen werde ich euch nur von Bellheim erzählen und nur so im Nebensatz von Pirmasens. Normal frage ich noch einen Besuchsgrund, aber der ist ja eigentlich klar. Ne? Er wollte ein paar schöne Tage, ein paar schöne Stunden erleben. Eine Brauerei ist es drum. Auch mal nie, gell? Ja. So, also mein Name ist Josef Pur. Viele kennen mich unter dem Namen Sepp. Ihr habt auch gerne Sepp sagen oder die jüngeren Freunde sagen auch gerne mal Josef. Also ihr könnt euch aussuchen, wie ihr es gerne hättet. Eure Gruppe kenne ich noch nicht. Tanja, vielleicht kann ich mal kurz was sagen, damit ich ungefähr weiß, wer das alles ist. Also, das ist Gertrud. Sonst ist immer aus Stuttgart und Ostfildern. Und lauter Freunde. Lauter Freunde. Stammheim. Stuttgart und Ostfildern. Stammheim ist immer noch Stuttgart. Lauter Freunde. Genau. Also wir machen heute den Rundgang durch unsere Brauerei. Und Hannover. Unter dem Motto von Mainz. Hannover und Mainz. Au. Au. Ah, meinst du es auch da? Du meinst durch? Jetzt lass noch mal unter unterbrechen. Das ist so die Sprache, da wird es aber nicht gemeinsam. Ja, genau. Wir hören alles außer Hochdeutsch. Genau. Das wird aber zu spüren kriegen, also von mir können wir auch alles hochschreiben. Falls jemand den pfälzischen Ausdruck nicht verstehen sollte, wir haben zwei Manager dabei, Gerd und Rudi, die sind nicht lange in Belang. Dann werde ich mich bemühen, das vielleicht noch zu übersetzen. Ne? Ja, also uns erwartet heute ein spannendes Programm von der Vergangenheit ins Heute. Wir gehen durch den historischen Teil und hoffentlich auch in eine gute Zukunft. Das wollen wir hoffen. Wir gehen jetzt über den Hof, da werde ich ein paar Sachen erklären. Dann gehen wir in die Kantine. Dort gibt es weitere Infos und dann gibt es einen Film über das ganze Brauereigeschehen, wie das Bier hergestellt wird und so weiter. Und dann machen wir einen Rundgang und da sieht man auch die Veränderung von der Historie zu heute. Und fotografieren nach Herzenslust. Ja, also fotografieren will, wir haben keine Geheimnisse, beziehungsweise die haben wir versteckt. Eins darf natürlich nicht fotografiert werden, das ist das Rezept von gutem Bellheimer Bier. Also falls das jemand findet, bitte nicht fotografieren. Und Masken brauchen wir keine mehr. Maskenpflicht ist ja abgeschafft. Und zum Abschluss gibt es den Höhepunkt der Veranstaltung, wenn wir zurück sind in die Kantine. Das ist Probe trinken und Essen. Also Essen nicht auf Probe, das dürft ihr essen. Das Bier dürft ihr probieren. Wir haben hier alles Sorten, aber so ein repräsentativer Querschnitt aus dem Brauereiprogramm. Die gängige und die gute Sorte, die dürft ihr gerne probieren. Limit haben wir keins gesetzt. So, sollte einer umfallen, dann müsst ihr dafür sorgen, dass er natürlich rauskommt. Dann hat er das schon, ne? Okay, gut, dann
wenn wir uns jetzt den Hof mal angucken, was sehen wir? Ein historisches Gebäude. Die Gebäude sind gebaut worden im Ort des Südhauses in den 1930er Jahren und sind aber immer modernisiert. Also das Innenleben ist total modern. Nach dem Motto, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und so schleppt sich das durch die ganze Brauerei durch, wenn wir die ganzen Räume mal sehen. Äußerlich historisch teilweise, aber alles auf modernstem Stand der Technik. Werde ich nachher noch ein bisschen was erzählen. Gut, beginnen möchte ich mal mit dem Hopfengarten. Das ist unser Hopfengarten. Man sieht nicht mehr viel von dem, weil er abgeerntet ist. Und zwar, der ist seit 2011 Brauereigelände. Hopfen ist ja eine wichtige Zutat fürs Bier. Und irgendwann ist mir auf die Idee gekommen, man hat gesagt, Mensch, wir könnten ja hier einen Hopfengarten anlegen und aus dem Hopfengarten ein saisonales Bier brauen. Der war erst noch vor den Toren von Bellheim. Und den hat unser Bellheimer Lotz, jetziger Bürgermeister Paul Gärtner, hat ihn angepflanzt. Und da waren mal eine Delegation aus Tettnang. Das ist Hopfenanbaugebiet, wo unser Hopfen herkommt, die waren mal hier. Und dann haben die gesagt, das gibt es ja gar nicht, dass der Hopfen in Bellheim wächst. Der ist normal, der 7 Meter hoch. Es kann nicht sein, dass das in Bellheim so hoch wird. Und da haben die Wette abgeschlossen. Und wie ich aus sicherer Hand erfahren habe, waren die Dinger wirklich 7 Meter hoch. Er hat dann ein bisschen mehr gedüngt und hat nicht so genau auf die Dosierung geachtet. Und tatsächlich hat er die Wette gewonnen. Und in Bellheim gab es dann Hopfen mit 7 Meter. Leider war es so, dass der Hopfengarten oftmals zerstört wurde von irgendwelchen Randalen und dann hat man den hier in den Brauereihof verlegt, ein bisschen kleiner. Und es gibt jedes Jahr im September, wird der Hopfen abgeändert und es gibt ein saisonales Bier, der nennt sich Hopfengarten. Ungefähr 100 Hektoliter und der wird so lange verkauft, bis so lange der Vorrat reicht. Das ist ein spezieller Hopfen, der ist mild und schwach, hat Biederhopfen. Der Hopfen ist zwar auch dabei, aber überwiegend ist dieser Hopfen dabei. Könnt ihr nachher mal probieren, ein ganz mildes Getränk. Wird auch gerne von Frauen getrunken, die vielleicht jetzt nicht so auf den bitteren Biergeschmack stehen. Kann ich euch mal empfehlen. Ne? Das kann natürlich sein. Ja. So, dann gehen wir mal weiter in Richtung Kantine. Also hier sieht man das Schild Malzanlieferung, das war früher mal die Melzerei. Malz ist ja der Hauptbestandteil vom Bier. Der wurde hier immer selber gemacht. Und die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, der Malzgeruch über Bellheim, das war auch so ein bisschen ein Markenzeichen, da hat man sich auch heimisch gefühlt, wenn der Malzgeruch so über Bellheim geschwebt ist. Leider seit 1997 nicht mehr der Fall. Ich bin in der Nähe von Ludwigshafen aufgewachsen und wir haben immer die BASF. Raschig und Giolini gerochen. Also ungefähr das gleiche, oder? Ja, aber ich sag mal, da ist es der Bellheimer schon ein bisschen besser gegangen. Ne? Das ist mal ein wenig Naturgeschmack, muss ich sagen. Ja, und seit der Zeit wird also das Malz von externen Anbietern bezogen, nach unseren Vorgaben. Und es hat natürlich auch damit zu tun, mit der Wirtschaftlichkeit. Hat auch natürlich ein paar Arbeitsplätze gekostet. Ja, wir hatten in Spitzenzeiten hat die Brauerei mal über 300 Leute gehabt und wir sind im Moment so bei 120 auf zwei Standorte. Bringt natürlich die Modernisierung mit sich und der Kostendruck vor allen Dingen auf dem Biermarkt hat dazu geführt, dass man rationalisieren musste. Gut, dann gehen wir mal. Das sind die Leitungen, Versorgungsleitungen vom Sudhaus, also dort, wo das Bier gebraut wird. Das ist die Dampfleitung in dem Blockheizkraftwerk. Hier oben in dem eckigen Rohr wird das Malz wird hier rüber geblasen in die Schrotmühle. Das sehen wir nachher noch im Sudhaus, wie das alles geht. Und in dem letzten Rohr wird der Treber, wenn die Würze fertig ist, und das Treber ist praktisch ein Abfallprodukt, wird hier rüber gepumpt, wird gelagert und wird dann über das grüne Rohr an die Landwirte als Viehfutter verkauft. Oder Schnaps. Kann man auch machen, ja. Kann man auch machen. Aber also mir ist nicht bekannt, ich kenne die Landwirte nicht so fürs Vieh, aber kann sein, dass die ein bisschen was abzweigen und Schnaps bringen. Ne? Das weiß man jetzt nicht genau. Das war 2016, wurde das Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen. Das ist eine Gasturbine, die erzeugt ungefähr 60%
Strom und eine große Abwärme und die Abwärme aus der Abwärme wird in Kraft gemacht und damit wird überall gebraucht zum Brauen, für die Einweichung, für die Reinigung der Flaschen und allgemein auch zur Reinigung der Gebäude und somit sind wir insofern nachhaltig. Allerdings ist es ein Gasturbine und durch die aktuelle Situation, würde ich sagen, sind wir fort, wir sitzen aus. Also Gasmangel gibt es nicht im Moment, allerdings sind die Preise fast das Doppelte hochgegangen. Der Vertrag mit dem Lieferanten ist ausgelaufen Ende des Jahres und man kauft jetzt das Gas im Spotmarkt ein. Insofern ist ja die Kalkulation ein bisschen schwierig, ja, weil man einen festen Preis hat. Hat auch dazu geführt, dass ab Januar eine leichte Preiserhöhung von ungefähr 6% stattgefunden hat auf alle Biersorten. Ja, deswegen muss das Geld ja wieder reinkommen. Das geht aber, bitte? Ja, das geht noch. Ja, das geht noch. Ja, das stimmt. Ja, man muss auch gucken, was die Zukunft bringt. Ein bisschen kann man abfangen. Wir haben natürlich eine andere Konzeption, werde ich nachher auch nochmal erklären. Wir sind kein Billiganbieter, der auf dem Markt mit den Preisen hoch und runter geht. Und wenn der Absatz nicht stimmt, mit den Preisen runter geht, so wie es vielleicht die Großen machen. Wir haben ungefähr 2/3 der Kunden, das sind Gastrokunde, Wirtschaften. Und da ist noch einigermaßen stabiles Geschäft. Die haben auch ein bisschen eine höhere Erlösung, wenn ich im Supermarkt eine Flasche Bier kaufe. Ja, da drücken sich ja die Großen die Preise und die Centpreise runter. Also das ist der erste Hinweis auf die Nachhaltigkeit. Der zweite sieht man nicht von hier, da sind ja die Flachgebäude, da ist alles, was flache Dächer hat, ist mit Photovoltaik belegt. Dort muss die Statik hergebracht werden. Das ist auch noch ein Riesenvorteil. Falls das Gas mal ausgeht, kann man noch einen riesen Öltank für den Dampf zu machen. Aber hoffentlich wird das nicht gebraucht. Also die Villa ist 1875 gebaut, ist eigentlich noch im Originalzustand. Und es war also nach der Gründung, dann habe ich gesagt, 1872, Entschuldigung, war 7 Jahre nach der Gründung von der Brauerei. Und wie man so hört, der Gründer hat ja die Tochter von der Holzmühle in Westheim geheiratet, dass vielleicht da ein bisschen Geld in die Firma gekommen ist. Da habe ich gedacht, bevor ich das jetzt hier in die Firma versenkt, habe ich erstmal eine schöne Villa. Ja, schön, aber schön, ja. Ist heute noch im Originalzustand. Ist auch noch bewohnt. Ist noch oben, von der Familie Schmeiß. So, dann gehen wir hoch, Kantine. Wer auf Toilette muss? Eli. Hier ist damals, genau, muss ich erst einmal gucken. Ja, ja, das ist ja nicht so gesagt. Also die Herrentoilette ist näher an der Kantine. Aus dem einfachen Grund. Ja. Ja, ich hocke schon den ganzen Tag da. Soll ich schon was bestellen? Gut, also, dann nochmal herzlich willkommen. Jetzt habt ihr ein bisschen Platz genommen. Ich konnte euch noch ein bisschen ausruhen, bevor es richtig losgeht. Getränke haben wir auf den Tisch gestellt, nur alkoholfrei für den Anfang. Wie gesagt, wir wollen noch ein paar Treppen laufen. Und ich würde euch noch gerne das eine oder andere erklären. Und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man das noch gut aufnehmen kann. Ne? Bedient wird er heute von Peter. Peter ist Tegelmannschaft. Hallo Peter. In Deutschland ungefähr 1500 Brauereien. Allerdings auch die ganz kleine mitgezählt, Hausbrauerei und so weiter. Prag Bellheimer ist ein mittelständisches Unternehmen. Und ja, bleibt aber trotzdem nicht mehr so viel vom Marktkuchen. Und was macht man als kleine Brauerei? Um gegen die Große anzukämpfen, da braucht man ja ein Konzept. Und das Konzept der Prag Bellheimer ist Regionalität. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, die Große gehen auf den Markt. Wenn die merken, der Bierabsatz geht ein bisschen zurück, dann gehen die mit dem Preis runter. Das halten die aus.
verschleudern teilweise auch die Ware. Das kann sich auch, so eine mittelständische Brauerei kann das Spiel nicht mitmachen. Wir sind Mitglied im Technologienetzwerk Südpfalz. Das ist also ein Zusammenschluss von Technologiefirmen, die sich gegenseitig bei der Personalrekrutierung und bei Ausbildung helfen. Und ganz wichtig für Bellheim ist natürlich, es wird unterstützt der Bellheimer Lott. Kennt jemand den Bellheimer Lott? Nicht? Ja. Also Bellheimer Lott ist so das Gegenstück zu der Weinprinzessin. Wir haben in Bellheim, wie gesagt, die Brauerei traditionsmäßig. Und da hat man sich vor ungefähr im Jahr 2000 hat man sich überlegt, Mensch, wir könnten ja was machen, was Bellheim repräsentiert. Und dann hat unser damals war noch nicht ganz Bürgermeister, war Beigeordneter, Dr. Hans-Jörg Heinz, studierter, promovierter Historiker, ist auf die Idee gekommen, den Bellheimer Lott zu installieren. Und der Bellheimer Lott hat eine, wie soll ich sagen, eine Ausstattung, eine ganz seriöse Ausstattung, man sieht es hier an den Bildern. Und er wurde 2000 ins Leben gerufen, der vertritt die Gemeinde Bellheim auf vielen Veranstaltungen auswärts. Er vertritt die Bellheimer Vereine, die Gemeinschaft der Bellheimer Vereine, da sind weit über 40 Vereine drin, und natürlich auch und im Besonderen die Brauerei. Ja, und somit haben wir auch eine Symbolfigur, die schon seit 23 Jahren überall auf alle Veranstaltungen bekannt ist, und die wird von der Brauerei unterstützt. Und hier haben wir extra einen Lordraum eingerichtet, sozusagen als Hauptquartier für die Lords, und jeder Lord kriegt am Ende seiner Amtszeit kriegt er ein Schild, und er ist ausgestattet mit Zylinder, mit verschiedenen anderen Insignien, das kann ich nachher erklären, wenn sich jemand interessiert. Und er hat einen Silbernagel in Anlehnung an den Brauereigründer Silbernagel. Und wenn man in Bellheim oder wenn man irgendwo unterwegs ist und dann wird man gefragt, ja, wo kommst du denn her? Was sagt aus Bellheim? Was sagen die Leute? Ja, Bellheimer Bier, das kenne ich. Ne? Das ist also relativ bekannt. In der regionalen Zone, sage ich mal, sagen die Leute oft, ja, Bellheimer Lott, den kennen wir auch noch. Und dann gibt es noch ein drittes Wahrzeichen von Bellheim. Das kennen die Älteren mehr, die Jüngeren weniger. Kann sich immer denken, wen ich meine. Das ist der Bellheimer Heiner. Der Bellheimer Heiner war also ein Freund des Bellheimer Bieres, ein Heimatdichter, der hat 1881 bis 85 gelebt. Und er war ein Genießer des Bellheimer Bieres und ein großer Freund der Brauerei. Und er hat bereits 1951 hat er ein Gedicht gemacht, in dem er das Bellheimer Bier als Stolz und Zier der Bellheimer Gemeinde lobt. Es sei nicht nur gut für Hals und Magen, reimte er, es löscht den Durst, ist gesund und nährt, dem Bacillus wird gewährt und hat man Indus Palare, da guckst in die Welt mit anderen Augen. Und das Leben wird ihm nicht so sauer, drum erlob dem liebe Brauer. Und das hat er 1951 schon gemacht, also mein Jahrgang, sieht man mal, wie alt er war oder wie lange das schon her ist. Und das hat auch dazu geführt, dass die Bellheimer Brauerei schon immer Spitzenbiere gebraut hat und immer noch braut. Und wir waren bereits 8-mal ausgezeichnet mit dem Bundesehrenpreis vom Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft für besonders gutes Bier. Ja, sozusagen Stolz und Zier einer ganzen Gemeinde, das ist bis heute so geblieben. Und wie das gute Bier jetzt hergestellt wird und wie die Brauerei funktioniert, das würde ich euch mal gerne in einem Film zeigen. Ja. Dort wird man ganz einfach, da gibt es eine Findungskommission und dann sitzt man mittags am Kaffeetisch und dann klingelt einer und sagt, her, möchtest du Lott machen? So. Nee, das ist nichts für mich. Ne? Und dann sagen wir, dass ich mal überlege, dann diskutiert man mit seiner Frau, und dann schläft man drei Nächte drüber und dann sagt man, hey, ich mach's doch. Aber es muss jemand aus Bellheim sein? Es muss jemand aus Bellheim sein und er sollte auch in Vereinen einigermaßen aktiv sein und auch bekannt. Wäre ganz gut, wenn er auch gerade einen Satz rausbringt. Und also bis jetzt haben wir noch alle. Waren noch alle gute Lots und einer schöner wie der Anna. Also ich hatte die Ehre, der 15. Lot zu sein. Ob ich der schönste war, weiß ich nicht. Das könnte ich selber beurteilen. Ich denke, es ist für Bellheimer mal ganz interessant zu hören, wie die Entwicklung so gelaufen ist. 1800,
1842 wurde der Gründer Johann Karl Silberlage in Schwegenheim geboren. Ein siebtes Kind. Der Vater war Bürgermeister und Gastwirt und Küfer. Und die Familie Silbernagel, die stammt ursprünglich aus Brixen in Tirol. Und die haben sich dann hier in der Südpfalz niedergelassen. Ein Teil ist auch in Richtung Bretten gewandert. Und ja, der Name Silbernagel ist in der Südpfalz eigentlich nicht ganz unbekannt. Es gibt einen Landtagsabgeordneten, es gibt eine Fahrschule Silbernagel, es gibt auch ein Weingut. Also wenn man da mal drauf achtet, sieht man mal, wie oft der Name überhaupt verbreitet ist. Und ja, dieser Johann Karl Silbernagel, der hat Bierbrauer gelernt und Küfer. Weil damals war es so, wer Bierbrauer gelernt hat, der musste auch Küfer lernen, weil man hat das Bier in Fässern gelagert, nur wenig in Flasche, weil damals gab es sehr viele Gastwirtschaften auch. Und dann war das ganz von Vorteil, wenn der Bierbrauer auch die Küferei beherrscht, dann konnte er seine eigenen Fässer dann auch nicht herstellen, oder auch herstellen und auch sauber machen und wieder abdichten und so weiter. Man sieht es nachher auch noch an Bildern, wie das früher ausgesehen hat. Und der hat also beide Schwestern waren mit Bierbrauern verheiratet und dann hat er in Germersheim hat er Bierbrauer und Küfer gelernt. Und freigesprochen wurde er 1859, dann ist er 1860 auf Wanderschaft gegangen, hat alle Städten der klassischen Braukunst besucht, Wien, München, Paris und kam 1864 wieder zurück und hat eine Anstellung gesucht. Und dann ist er hier in Bellheim, ist er fündig geworden, da gab es eine Essigsiederei von einem Baptist Weinmann und er hat Bier und Essig gemacht. Und immer ist das Bier kaputt gegangen, oder nicht immer, aber oft. Weil die Essigbakterien waren in der Luft, die haben sich über den Hof übertragen und haben das Bier sauber gemacht. Und der Johann Karl Silbernagel wurde angestellt als Braumeister und er hat sofort erkannt, dass Essig und Bier nicht zusammenpasst, hat die Essigsiederei eingestellt und fortan war das Bier gut. Und jetzt war der Johann Baptist schon ein bisschen älter und hat einen Nachfolger gesucht und dann hat er die Brauerei an den Johann Karl Silbernagel verkauft, 1865. Und seitdem ist es die Brauerei Silbernagel. Man hat begonnen mit einer Jahresproduktion von 100 Hektolitern. Also ist praktisch das, was wir heute machen im Hopfengarten, als Saisonalbier. Und 1865 war, das war so auch der Aufbruch der Industrialisierung, wo die viele Maschinen erfunden worden sind und viele Dinge entdeckt worden sind. Und es ist ganz interessant, so ein Unternehmen über so viele Jahre am Leben zu erhalten, das ist schon eine Kunst. Es gibt eine Firma, die wurde auch 1865 gegründet. Hier ist eine junge Dame, die müsste es wissen. Wer ist es? BASF. Richtig. Genau. Also, BASF wurde 1865 gegründet und hat seitdem auch mit wechselnden Geschichten gut überlebt. Und die Brauerei hat Gott sei Dank bis heute auch Bestand gehabt, wenn auch zwischendrin mal mit einem ganz tiefen Tal. Ja, also der Johann Karl Silbernagel hat dann aus seinem Erbe von 18.600 Gulden die Brauerei gekauft und hat 1867 geheiratet, und zwar die Mina Breinig, die Tochter von der Holzmühle. Das ist eine große Mühle hier in Richtung Westheim. Und die Breinigs, das waren also recht wohlhabende Leute. Und die hat ein bisschen Vermögen mitgebracht. Deswegen hat er auch ganz so schnell wahrscheinlich ja die Villa bauen können. Ja, leider ist die Mina verstorben bei der Geburt des dritten Kindes. Nach meiner Recherche war es so, dass der Sohn Karl, der später die Brauerei Karl Silbernagel übernommen hat, aus der Ehe hervorgegangen ist. Ja, wie gesagt, die Mina ist leider gestorben bei der Geburt des dritten Kindes. Jetzt war der arme Mann durchgestanden. Es gab aber oder Gott sei Dank noch die Schwester Rosa Breinig, dann hat er die kurzerhand geheiratet. Und mit der hat er noch 7 Kinder gehabt. Also war ein ganz fleißiger Mann, nicht nur auf geschäftlichem Gebiet, auch privat hat er offensichtlich genug Zeit gefunden. Und so hat sich die Brauerei entwickelt. 1871 war das Ende des Deutsch-Französischen Krieges, den die Deutschen gewonnen haben. Da gab es einen starken wirtschaftlichen Aufschwung. Und ja, dann wurde 1877 das Sudhaus neu gebaut. Und ganz interessant ist, 1880 wurde die Bellheimer Feuerwehr gegründet. Und wer war der Gründer? Das war der Johann Karl Silbernagel. Der war auch 8 Jahre lang war er Kommandant von der Feuerwehr.
Früher war es ja so, man hat immer das Problem gehabt beim Bierbrau, dass über Sommer, durch die hohe Temperatur, konnte man das Bier nicht gut lagern. Und man konnte auch über Sommer kein Bier brauen, weil Bier braucht ja niedrige Temperaturen. Und früher war es so, die gab es also große Wiese, die überwintert waren, es gab es auch noch relativ harte Winter. Und da haben die Bauersleute über Winter, wenn sie eh wenig zu tun hatten, haben die Eisblöcke geschlagen. Die wurden dann in Eiskellern eingelagert und damit wurde im Sommer das Bier ausgeliefert und gekühlt. Allerdings durfte man nur bis März Bier brauen, das sogenannte Märzenbier, das war ein bisschen stärker alkoholisiert, in der Annahme, dass es über Sommer hält. Aber trotzdem hatte man immer das Problem der Kühlung. Und 1889 kam der große Fortschritt im Brauwesen, da hat nämlich der Karl Linde Kältemaschinen erfunden. Und in der Brauerei wurde die erste von 10 Kältemaschinen eingesetzt. Und damit hat man rund um die Uhr Eis produziert, war unabhängig vom Natureis und konnten auch die Gastwirte mit Eis beliefern. Das war der große Fortschritt. Und bereits 1890 wurden schon 30.000 Hektoliter Bier produziert. Also angefangen hat er mit 100, in 15 Jahren, 25 Jahre waren es. 30.000 Hektoliter Bier. 1900 wurde bereits die zweite Eismaschine installiert und die hat 600 Zentner, also 30 Tonnen Stange Eis gemacht. War nicht so zu verstehen wie heute, dass es Kühlanlage waren, sondern die hat Stange Eis produziert in alter Tradition. Aber wenn man sich überlegt, was das für eine Menge war, 30 Tonnen Stange Eis, konnte die am Tag herstellen. Und somit konnte man auch die Leistung erhöhen auf 70.000 Hektoliter Bier. Und hat damals schon 35 Mitarbeiter gehabt. Ja. Ja, dann kam der Erste Weltkrieg. Söhne Karl, Otto und Hermann hat er vorher in die Geschäftsführung berufen. Aber im Weltkrieg mussten der Otto und der Hermann in den Krieg ziehen. Und der Karl hat die Führung des Unternehmens übernommen. Bis nach dem Krieg. Dann kamen wieder schwere Jahre. Die 20er Jahre waren ja relativ vom Krieg geprägt und von der Nachkriegszeit. Die Inflation lief auf vollen Touren. 1923 am Anfang kostete ein Liter Bier 3.000 Mark und am Ende 2 Billionen und 600 Milliarden. Da war es eher Geld schwerer wie das Bier. Also bereits 1924 hat sich die Währung stabilisiert, die Reichsmark wurde eingeführt und dann gab es eine gewisse Kontinuität. Und dann gab es also einen ganz wichtigen Punkt, das war die Umwandlung von der Silbernagel OHG in die Karl Silbernagel AG. Und viele Bellheimer kennen ja die Karl Silbernagel AG und fragen ja, warum hat der Johann das gegründet? Also so war das, das war erst mal Einzelunternehmen und später wurde die AG draus bis 1995. Da ist sie leider untergegangen. Ein ganz wichtiger Punkt war auch noch der Wirtschaftsprüfer Franz Hage, der 56 Jahre die Firma geführt hat als Vorstand. Der wurde 1932 in den ordentlichen Vorstand berufen und hat dann die Führung übernommen. Für Bellheimer war das eine Institution. In Bellheim war der Mann nur bekannt als Herr Direktor, war sehr sozial, hat viele Vereine unterstützt und wie gesagt ist dann im Alter von 88 Jahren gestorben. Hat aber 56 Jahre das Unternehmen geführt. Jo. 1935, auch ein wichtiger Punkt, wurde das Sudhaus gebaut, das wir heute noch so in der Form sehen. Und bereits 1940 hat man 140 Mitarbeiter. Dann kam der Krieg, dann ging es wieder zurück. Und nach dem Krieg ging es dann wieder so richtig aufwärts und man hat die Nachkriegszeit, die Wirtschaftswunderzeit, hat man erlebt. 1948 gab es das Kopfgeld und man hatte einen Aufschwung, sagen wir bis 1975, da hatten wir den Spitzenumsatz von 350.000 Hektoliter Bier, war also die absolute Spitzenmenge und ab dann ging es kontinuierlich zurück. Wir haben also seit 1980 ungefähr weit über 40% das nicht auffangen konnte und so ist die Firma dann in Schieflage geraten. Und 1995 haben sich die Familienmitglieder verabredet, die Aktien, die alle fast alle im Familienbesitz waren, die Aktien zu verkaufen.
und die wurde verkauft an die Parkbrauerei in Pirmasens. Das war auch ein mittelständisches Familienunternehmen. Die haben sich natürlich erhofft, dass sie das Einzugsgebiet von der Bellheimer Brauerei, die Kunden, übernehmen können. Leider haben die sich auch ein bisschen übernommen und mussten ihre Aktien dann auch verkaufen. Dann war im Jahr 2000 ist es weitergegangen an einen Herrn De Groen aus Holland. Der hat dann bis 2003 das Unternehmen geführt und im Juni 2003 hat er einen Antrag gestellt auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Dann war also aus Ende der Fahnenstange, Brauerei war tot. Und das Insolvenzverfahren wurde dann in Gang gesetzt. Übrigens ist es 20 Jahre gedauert, bis das Insolvenzverfahren abgewickelt war. Also wir haben jetzt geerbt aus dem Insolvenzverfahren, das ist ja interessant. Wie viel? 56 Euro hat man Frage geerbt von ihren Eltern, die haben noch Pensionsansprüche gehabt, weil sie hier gearbeitet haben. Und nach 20 Jahren haben wir aus der Ecke 56 Euro oder so in der Größenordnung zu gut. Aber Gott sei Dank war es so, dass eine Actris GmbH, die gehörte dem Dietmar Hopp, allseits bekannt. Der Dietmar Hopp hat die Henninger Brauerei in Frankfurt übernommen. Die Henninger Brauerei ist insolvent gegangen und der Dietmar Hopp hatte eine Immobilienverwaltungsgesellschaft namens Actris. Der hat dann die Henninger gekauft, daran hing aber noch die Binding Brauerei und so hat er eigentlich eine Brauerei übernommen, wollte eigentlich nur die Immobilie kaufen, um da die SAP weiter zu platzieren. Und aus der Ecke ist dann die Übernahme von vielen anderen Brauereien auch noch gekommen. Unter anderem hat er dann die Park Bellheimer übernommen. War auch die Eichbaumbrauerei dabei, Odenwaldquelle, Freiberger Bier. Und hat es die Brauerei praktisch so lange gestützt, bis zum Jahre 2010. Und dann hat er gesagt, jetzt ist Schluss. Wir wollen also keinen Brauereibetrieb haben. Und hat er bei dem sogenannten Management Buyout die Aktien an den Herrn Pauli und seine Frau verkauft. Und der Herr Pauli ist seit 2010 mit seiner Frau Eigentümer der Bellheimer Brauerei. Und dann ging es also richtig los. 2015 wurde 150-jähriges Bestehen der Brauerei gefeiert mit schönen Events, gab attraktive Gläser. Und 2016 war im Übrigen 150 Jahre Reinheitsgebot. Sage ich nachher noch ein bisschen was dazu. Und dann ging es los mit Investitionen, ja, weil man hat erkannt, man muss die Brauerei modernisieren, man muss gucken, dass alles effizienter wird. Und so wurde 2016 dann das Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen. Das Sudhaus wurde mit neuer Steuerung ausgestattet, Fassbieranlage wurde gemacht, Flaschenkeller wurde restauriert. Und im Jahr 2022 wurde unser eigenes Brunnenhaus, wo wir das ganze Wasser herkriegen, wurde auch komplett erneuert. Und für 2023 sind auch Investitionen in Millionenhöhe geplant. Und zwar wollen wir 140.000 neue Bierfässer anschaffen, weil der Export nach Frankreich angekurbelt wurde. Und neue Getränkekästen, weil aufgrund der steigenden Umsatzzahlen ist ja mehr Leergut im Umlauf. Und das muss natürlich ersetzt werden. Und was ganz wichtig ist, man setzt jetzt auf Bevorratung von Rohhilfs- und Betriebsstoffen zur Sicherung vom Betriebsausfall. Die ganze Zeit war ja so, kein Unternehmen wollte ein Lager haben, die haben angerufen, da ist der LKW gekommen, hat es angeliefert. Das ist irgendwo ein bisschen schief gegangen bei vielen Unternehmen. Und jetzt hat man die Strategie umgestellt, hat gesagt, ja, wir wollen Bevorratung machen, auch wenn es ein bisschen Kapital bindet. Ja, und so sind wir heute ein Unternehmen mit 22 Millionen Umsatz. Hauptabnehmer, ich habe es schon gesagt, ist die Gastronomie mit 18 Millionen und das hat auch die Brauerei über die Pandemie einigermaßen hinweggerettet. Ja. Wie ging denn das, wenn so viel in der Gastronomie verkauft wurde in der Pandemie? Wenn die das war jetzt falsch. In der Gastronomie, der Fassbier ist ziemlich eingebrochen, das muss man sagen, in der Zeit. Ja. Was immer ging, das waren die alkoholfreien Getränke. Man hat aber Gott sei Dank schon so viel Kapital oder eine große Rückhand, dass man sogar in der Pandemiezeit den kompletten Flaschenkeller erneuert hat, eine neue Flaschenfüllanlage, neue Etikettieranlage. Und das war also auch von Vorteil, weil in der Zeit hatten die Firmen keine Aufträge.
Die haben einen guten Preis gemacht und man konnte in aller Ruhe das installieren. Und jetzt ist es uns natürlich wieder zugute gekommen. Wir haben einen Umsatzzuwachs von weit über 40% gegenüber vor der Pandemie. Allerdings im Grunde genommen denselben Umsatz wie vorher. Also der Umsatz ist so um 40% runtergefallen. Den haben wir wieder aufgeholt und sind jetzt so, wie gesagt, bei 22,1, 22,2 Millionen. Vorher waren es so knapp 22 Millionen. Ja, Getränkeabsatz haben wir 330.000 Hektoliter, davon 230.000 Hektoliter Bier, 100.000 alkoholfreie. Produktion ist in Bellheim und in Pirmasens, wobei die Park in Pirmasens überwiegend die Kunden in der Westpfalz bedient. Und wir machen den, also in Bellheim den ganzen Raum, Vorderpfalz und badische Teil mit. Abgefüllt wird alles in Bellheim, da haben wir eine neue Flaschenfüllanlage, die muss natürlich ausgelastet werden. Also wir füllen ab für Pirmasens, für Bellheim. Nur kleine Mengen werden in Pirmasens abgefüllt für den Markt in der Westpfalz. Und es gibt auch eine Fremdabfüllung, damit die Anlage ausgelastet wird. Gut, also in den letzten 10 Jahren wurden über 45 Millionen in Modernisierung und Zukunftssicherung des Unternehmens gemacht. Und das ist natürlich eine große Zukunftssicherung. Und im Moment muss ich sagen, das, was ich gesagt habe vom Chef, läuft es ganz gut. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das hat schon der Johann Karl Zillmernagel gesagt. Das ist auch das Motto von unserem Chef, von Herrn Pauli. Und wir hoffen, dass es in Zukunft gut weitergeht. Gut, ich hoffe, ich habe Sie nicht zu arg gelangweilt, aber ich denke, es gehört ein bisschen dazu, so die Historie. Hat jemand noch eine Frage? Wenn nicht, würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg durch die Brauerei. Wir sind jetzt ungefähr, ja, sagen wir, 3/4 Stunde unterwegs oder eine Stunde. Wenn jemand heißt deshalb Kühlschiff, weil hier ein Kühlschiff war, logisch, ne? Und zwar als Kühlschiff bezeichnet man dann eine große kupferne Wanne, die dazu dient, wenn die Würze fertig gekocht ist, diese Würze abzukühlen. Und das war vor der Zeit, wo man große Kühlanlagen hatte oder Plattekühler. Da war hier der ganze Raum voll mit dieser Kupferwanne. Und es ist ganz wichtig, dass die Würze, das ist praktisch das Endprodukt der Produktion vor der Gärung, dass das abgekühlt wird, weil sich sonst Bitterstoffe bilden und Eiweißstoffe, die man nicht haben will. Und außerdem setzt sich der sogenannte Trub unter ab und die Würze wird sauber. Und wenn es dann innerhalb von ein paar Stunden runtergekühlt ist, wird es oben abgepumpt oder wurde es oben abgepumpt und der Trub wurde aussortiert. So war das früher. So, heute sind wir ein bisschen weiter. Heute wird die Kühlung gemacht über Plattenkühler, über ein Kühlsystem und die Trubstoffe werden ausgefiltert über diesen Whirlpool. Also es ist kein Wellnessinstrument für die Mitarbeiter, sondern es nennt sich Whirlpool, weil die Würze hier rein gepresst wird und es dreht sich so rum wie im Whirlpool und bei diesem Prozess setzen sich auch die Trubstoffe ab. Und danach wird es, kommt es dann rüber zur Gärung. Ja, eigentlich ist überprüft die Qualität der Rohstoffe und auch das Bier, wenn es fertig war, wurde hier geprüft. Flaschenkeller, so war das damals. Die Flaschen wurden damals beleuchtet, von hinten beleuchtet. Und dann saßen meist Frauen davor, die haben im Schichtwechsel von 2 Stunden haben immer die Flaschen reingeguckt und haben geguckt, ob da Verunreinigungen drin sind. Das geht heute alles vollautomatisch über Kamerasysteme. Die laufen da in 5-facher Geschwindigkeit durch wie hier. Und wenn die Flasche Verunreinigung hat, dann fliegt sie auch raus. Und das ist Hopfen, so wie er früher verarbeitet wurde. Heute verwendet man überall Hopfenpellets. Thank you.
ist die Geburtsstätte des Biers, wenn man so will. Und zwar Sudhaus deshalb, weil es kommt von Sieden. Was wird gesiedet? Das Malz wird gesiedet. Wenn man das zum Beispiel mit einer Gemüsebrühe vergleicht, bei Gemüsebrühe wird das Wasser erhitzt, kommen die Zutaten rein, es wird so lange gekocht, bis die Inhaltsstoffe ins Wasser hineingehen. So, kommt Karotte rein, Lauch, Sellerie und wenn es fertig ist, wird es abgeseift. Und man hat die Gemüsebrühe, das ist natürlich nicht mit Lauch und Karotte, sondern mit Malz. Und die Brühe, die hinten herauskommt, die nennt sich Würze. Ja? Oh, so ist der Herstellungsprozess. Also alle Biere werden hier hergestellt bis vor die Gärung, sehen wir dann im Gärkeller, und durchlaufen diese Produktionslinie. Gebraut wird nach dem deutschen Reinheitsgebot. Reinheitsgebot besagt von 1516 Wasser, Hopfen und Malz. Diese drei Grundstoffe dürfen nur rein ins deutsche Bier. Hefe hat man mittlerweile dazugefügt. Damals wusste man von Hefe noch nicht viel. Das Brauen war immer so ein bisschen ein Glücksspiel. Das wurde meistens im Mittelalter schon in der Nähe von Bäckereien gemacht. Meistens haben es auch Frauen gemacht, neben der Backstube, weil dort waren ja Hefebakterien in der Luft. Und die haben das Bier dann, oder die Maische dann zum Gären gebracht. Der Rumpelstilzchen hat gesagt, heute backe ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Liest man so, ne? Und warum hat er das gesagt? Ja, die haben gebacken, da waren Hefepilze in der Luft, dann hat er gebraut, dann hat es Bier gemacht, dann konnte der Königin ja ihr Kind glauben. Ja, was brauchen wir dazu? In erster Linie Wasser. Die Bellheimer Brauerei hat einen eigenen Brunnen, hier vor den Toren Bellheims. Das Wasser ist also sehr rein im Natriumbrauch und wird für alle Produkte verwendet, für die alkoholfreien, aber auch für alle Biere. Wir zweimal im Jahr wird es geprüft vom Institut Fresenius auf Unbedenklichkeit. Und seit 1995 wird auch das Belaris, das Produkt Belaris vertrieben, alles auf Grundlage von dem Wasser. So, das ganz Wichtige ist natürlich das Malz. Wie gesagt, Malz hat man vorher selber gemacht. Was ist Malz? Malz ist Gerste, die wird zum Keimen gebracht. Dann wird der Keimprozess unterbrochen. Und während der Keimung bilden sich Enzyme, die später dann die Stärke in Malzzucker umwandeln bei der Maische. Und danach wird es gedarrt. Also gedarrt heißt, sie werden gerösten. Und wenn es stark geröstet ist, dann wird es dunkel. Dann kriegt man dunkles Bier, wie zum Beispiel Bockbier. Wenn es weniger stark geröstet ist, dann kriegt man helles Bier, wie Pilz zum Beispiel. Und bei dem Darm kommen natürlich auch die größten Aromen zum Vorschein. Bevor das weiterverarbeitet wird, wird es zum Malzschrot zusammengeschoren, weil beim Schroten wird die Stärke im Korn freigelegt und dann später ist es in Malzzucker geworden. Zwei Sorten, das ist Biederhopfen und das ist Aromahopfen. Der Biederhopfen ist sozusagen die Trägerschicht, wenn man so will. Und mit Aromahopfen wird das Ganze geschmacklich aufgewertet. Und früher hat man die Hopfentulpen hat man die direkt importiert oder eingesetzt. Heute macht man Pellets draus, kann man besser lagern. Und vor allen Dingen ist es so, man kann das besser dosieren. Sag ich mal, beim Wein ist es so, wenn ein Wein ein Jahrgangswein man den hat, dann schmeckt er jedes Jahr anders. Beim Hopfen bzw. beim Bier will man das nicht. Wenn der Biertrinker, der möchte immer den gleichen Geschmack, wenn er halt ein Bier trinkt. Und deswegen muss man die Hopfensorte, je nachdem, wie sie in dem Jahrgang gerade schmecken oder ein bisschen abweichen von vorher, neu mischen. Und dann ist es natürlich mit Pellets wesentlich besser und man kann es auch besser bevorraten. Jo,
das Wasser im großen Ganzen, das ist unser Produktspektrum, aber einen großen Teil von dem sehen wir nachher auch auf der Theke und das dürfen wir nicht. Das ist die, der Maischekessel und alle Biere durchlaufen hier alle diese drei Kessel. Das ist noch Kupfer, Originalkupfer, so wie es damals ab 1935 installiert wurde, aber das Innenleben ist alles wird also die Würze wird rausgelassen und der Treber wird hier über das Rohr dann eingelagert und an die Bauern verkauft. Und dann kommt diese Würze kommt hier in die Würzepfanne und in der Würzepfanne kommen die Hopfenpellets dazu, dann wird es runtergekühlt, kommt in den Whirlpool und dann geht es zur Gärung. Okay. So wurde früher das Bier gegärt oder das Bier hergestellt. Der war bis 1954 erbaut worden und war bis 1992 in Betrieb. Dann wurde alles umgestellt auf Edelstahltanks. Und zwar wurde hier die Würze, so wie, sie, wie ich vorhin erklärt habe, von der Würzepfanne hier reingegeben und die Hefe dazu. Und zwar, es gibt ja untergärige und obergärige Hefe. Das hat mit dem Hefestamm zu tun. Alle helle Biere sind sogenannte untergärige Biere, weil die Hefe nach dem Gärungsprozess nach unten absinkt. Deswegen nennt man das untergärig. Und da braucht man Temperaturen zwischen 4 und 9 Grad. Und genau das war ja das Problem, dass sie früher alles mit Eisstange haben kühlen müssen. Und das hat man nicht geschafft über Sommer. Deswegen wurde im März das letzte Bier gebraut. Und man hat dann wieder im Oktober angefangen mit der neuen Brausaison. Gesteuert wurde das hier über den Zulauf, die Temperatur, hier wurde also kühles Wasser reingepumpt und die Temperatur gesenkt. Und wenn die Gärung in Gang war, und dann hat sich CO2 gebildet und Alkohol, und das CO2 ist aufgestiegen und hat Trübstoffe mit hochgenommen und dann haben sich solche Kreusen gebildet, so nennt man das nämlich. Und anhand der Kreusen konnte man feststellen, wie der Gärprozess läuft. Und die Braumeister haben das immer überprüft und wenn es fertig war, dann war das sogenannte Jungbier. Das war das untergärige Bier. Bei obergärigem Bier, das ist in der Regel ist das Weizenbier oder Kölsch oder sogenanntes Gose aus Goslar. Wird aber bei uns nicht gemacht, also in der Regel wird hier nur Weizenbier gemacht. Da hat man halt dann hochheizen müssen, sage ich mal, auf 15 bis 18 Grad. Das ist ein anderer Hefestamm. Nennt sich obergärig, weil sich die Hefe oben absetzt nach dem Gärprozess. Und warum gibt es das? Es hat mit dem Geschmack zu tun. Untergärige Biere, die sind, sag mal, kantig, die haben einen eher bitteren Geschmack, die sind kräftiger im Geschmack. Und obergärige Biere, die sind eher ist also ein bisschen blumiger, wie das Weizenbier zum Beispiel. Bei Weizenbier ist das eigentlich das einzige obergärige, das bei uns so gebraut wird. Aber oft schmeckt man auch im Weizenbier so ein bisschen Bananengeschmack. Das ist so das Aroma, ja, was da rauskommt. Und die Gärung sollte, die alkoholische Gärung findet statt unter Alkoholabschluss, unter Luftabschluss, Sauerstoffabschluss. Wie kann man das hier machen? Das hat sich selber geregelt. In dem Moment, wo die Gärung begonnen hat, haben sich diese Kreuze gebildet und CO2 ist ja schwerer als Luft, hat sich oben drauf gesetzt und damit war unten drin die Gärung unter Luftabschluss oder unter Sauerstoffabschluss. So, und wenn es fertig war, wie gesagt, dann kam es in die Lagertanks und das Labor hat das Jungbier geprüft, ob es in Ordnung war. So, wenn das Bier gebraut war, dann musste es auch nur 4 Wochen lagern, damit es so eine kleine Nachgärung gibt und der Geschmack reift. Und das war früher
vor, also die moderne Anlage in Betrieb genommen wurde, waren das hier diese Alutanks. Da wurde das Bier gelagert. Und die mussten auch regelmäßig gereinigt werden. Man sieht hier unten das Einschlupfloch. Und man hat mir also gesagt, dass früher, wenn da jemand drin war, der nicht so beliebt war und ein schlechter Kollege, dann hat man so gemacht, dann wusste der, was Sache ist. Ne? Das ist einzelhaft jetzt für die, die zu spät kommen, oder? Ja, ja, das war dann einzelhaft. Also hier nur ein Exemplar, als Ansichtsexemplar, das geht ja weit hinaus. Raus. Ne? Also viele unterirdische Gänge, die wir hier haben, die sind gar nicht genutzt oder werden immer gebraucht, weil wir heute alles in hochmoderne Edelstangen haben. Sauerstoffstoß und dann wird die ungefähr einen Tag drin gelassen. Dann fängt die Hefe an, sich zu vermehren, zu vermehren und zu gären, zu vermehren, zu vermehren und zu gären. Und dann wird Sauerstoffabschluss gemacht. Dann beginnt die alkoholische Gärung. Dann wird es umgebunden in einen Lager-, Gär- und Lagertank. Und diesen Lagertanks haben wir genau 8 Stück. Und hier wird die Gärung gemacht. Und wenn es fertig ist mit Gären, bleibt es noch drin zum Lagern. Da hier überwiegend untergärige Biere gebraut werden, setzt sich die Hefe unter ab. Und hier in dem zylindrischen Teil, wie man hier sehen kann, wird die Hefe abgelassen. Und dann nach der Gärung, wie gesagt, bleibt es nochmal 4 Wochen drin zur Nachgärung. Und dann wird das Bier kontrolliert, ob es in Ordnung ist. Und dann wird es über eine Druckleitung in die Abfüllanlage zum Zwischentank gepumpt und wartet dort auf die Abfüllung. Da sind immer 1 bis 2 Bar Druck drauf, damit die Kohlensäure nicht verfliegt und vor allen Dingen auch deshalb, dass kein Sauerstoff reinkommt. Bei der Abfüllung wird generell mit CO2 in die Flasche vorgespült, weil Sauerstoff ist der Feind des Bieres. Wenn in die Abfüllung Sauerstoff reinkommt, fängt das Bier an zu oxidieren und wird unter Umständen schneller schlecht. Und deswegen wird die Spülung gemacht. CO2 wird zugekauft. Im Moment haben wir ein bisschen, oder können wir Probleme kriegen. BASF hat die Ammoniakanlage ja nach Amerika verlagert. Und Ammoniak, bei der Ammoniakproduktion entsteht CO2, das dann über Händler hier verkauft wird. Und der Bedarf ist ja relativ groß. Und wenn die Ammoniakanlage verlagert wird, dann haben wir das nicht mehr vorhanden, wird also mit Sicherheit teuer werden. Vielleicht auch die nächste Preiserhöhung, das weiß man nicht. Genau. Die Hefe, nee, die wird, gut, dass man sagt. Also die Hefe wird entsorgt, die wird dann abgepumpt, wird getrocknet und kommt, ich glaube sogar in die Biogasanlage, wo sie verbrannt wird. Man könnte die Hefe nochmal verwenden, weil sich Hefe ja vermehrt. Allerdings wird die Qualität dann immer schlechter. Um eine gute Qualität dauerhaft zu halten, wird die sogenannte Hefereinzucht betrieben. Das sind die Hefemaß. Und bei jeder neuen Gärung wird aus diesem frisch gezüchteten Hefetank die Hefe hier zugefügt. Die Hefereinzucht, die gibt es noch nicht so lange. 1857 hat Louis Pasteur festgestellt, dass Hefebakterien Mikroorganismen sind. Dass die Gärung durch Mikroorganismen angestoßen wird. Das hat man vorher nicht gewusst. Heute backe ich, morgen brauche ich, nach dem Motto. Und nachdem das bekannt war, hat man die Hefe genommen und wusste, was es ist eigentlich. Aber erst ein paar Jahre später ist man draufgekommen, dass es mehrere Stämme gibt, die man verwenden kann. Es gibt
gibt ja Backhefe, es gibt Bierhefe, und die unterschiedlich reagieren. Und das sind unterschiedliche Mikroorganismen. Und die hat man jetzt so um 1890, hat man das entdeckt, dass man die in Reinzucht züchten kann. Und hier werden also die Hefe gezüchtet, die wir für unser Bier brauchen und die dafür geeignet sind. Das nicht, weil die sind praktisch hinter der Wand und das ist jetzt eigentlich so ein Anschauungsstück. Aber wenn man jetzt über den Hof gehen würde, würde man jetzt in die Abfüllanlage gehen, dann würde man die Tanks von außen sehen. Ich habe mal Luftbild gemacht, damit ihr mir das glaubt, dass die Tanks wirklich vorhanden sind. Ja. Also da sind sie. Das war's. Wunderbar. Dann können wir uns hochgeben zum Bierverkostung. Ja. Wir danken. Ja. Wunderbar, also ihr war eine tolle Truppe. Dankeschön. Finden wir auch. Ihr habt auch für Bierumsatz gesorgt. Der Bar war ein bisschen lustlos, finde ich. Ja, ja. Ich hoffe, das Bier hat euch geschmeckt. Ja, ja. Sehr gut. Meine Empfehle könnt ihr viel haben. War keine Lüge mit dem Premium-Bier. Ne? War keine Lüge. Nein. Also, dann haben wir unser Soll erfüllt. Ich kann getrost heimgehen und vielen Dank nochmal für die kleine Geste, die mir die Tanja überreicht hat. Freut mich sehr. Was macht? Trinkgeld geben. Ja. 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 Weiß ich ja nichts davon. Aber vielen herzlichen Dank dafür. Das war wahr. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Aber das kommt meine Enkeltochter zu gut. Aber schön. Auch was Schönes. Ne? Was mit dem Peter? Der hat auch gekriegt. Der Peter natürlich auch. Selbstverständlich. Okay. Wir teilen immer. Da gibt's bei uns gibt es immer Teamarbeit. Und jeder nimmt sein Glas und sein Getränk vorne und gibt es ab. Das wäre natürlich noch besser. Die Glas und der Spüle noch. So, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ah, du spülst noch, ja? Sehr gut. Wir sind hier in Separei. Gerne. Hast du jetzt alles aufgezeichnet? Ja. Und das kommt ins YouTube? Ja. Oh, lieber Gott. Ich schicke dir.